Willkommen zurück hier zum Witcher. Auf So. Zum Kampf! What? Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus! Was? Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern! Halt, sag ich! Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid! Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen, nach dir kommen noch 99 weitere. Oh Mann. Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun also... Dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich habe sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? War das alles? Das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Ja. Abwarten. So ein Wichser, ey. So eine Flachzange, ey. Entschuldigung. Oh, da versucht er mir hier irgendwie ans Bein zu pinkeln, ey. Hallo, ich bin Stufe 6. Hä? Oh Mann. Manche müssen es echt übertreiben. Mein Mann hat doch einen tollen Naja. Was? Nicht übel. Hab gestern so. Gucken wir mal. Was der Baron jetzt zu erzählen hat, wenn wir ihm das jetzt sagen. Wer uns dann sagt, wo Ciri ist. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier. Zum Dank. Danke. Danke, Kumpel. Du hast mir den Arsch gerettet. Ich dachte schon, ich verbrenne. So, jetzt tun wir unsere Waffen nochmal schnell aufwerten und die Rüstung. Ich werde also ein heißes Eisen in deine Augen stechen lassen. Nein! Bitte, ich flehe dich an! Scheiße. Was? Okay, ich kann da jetzt gerade nicht viel machen. Hexer, auf ein Wort bitte. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Ja.
Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Also, dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät, das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Nein, du hättest einfach aufhören müssen zu saufen. Das ist dein Problem. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin ja auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut, ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht, aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden, da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Auf der Straße? Na ja, komm, Kaer Morhen. In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Ich bin keine Hexerin. Ich bin nur dort aufgewachsen. Glaub ich dir aufs Wort. So wie du das Schwert schwingst. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen. Ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen. Nur Schwänze.
Sie reiten wie beschwipst. Kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Jetzt sag mir aber nie, ich muss jetzt noch mal reiten. Jö, ist das süß. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist? Aufsteigen! Los, Ciri, mach uns keine Schande! Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins! Los, los! Schneller! So, jetzt muss ich mich einfach wieder konzentrieren, dass wir das jetzt hinkriegen. Die Ausdauer. Haha! Ja. Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Ach du Heilige. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. Ja, ja. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Okay. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf.
Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr. Und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort. Sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Ich würde aber jetzt, bevor wir uns auf die Reise machen. Oh ja, ich gewinne auch noch meistens. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Wie klingt das? Ganz gut, ja. Kann losgehen. Ja. Ich fang mal an. Oh nein, ich beginne. Gutes Wetter, das kann ich noch gebrauchen. Das Horn ist gut. Okay. Ah, dreimal. Nee, dreimal brauche ich sie nie. Bogen, Schwert, Schwert, Balliste. Okay, also. Die weg. Das ist gut. Und die weg. Was haben wir da jetzt noch gekriegt? Alles klar, wir fangen mal an. Da mit dem Bogen. Okay, er nimmt auch Bogen. Balliste. Bogen. Ja, das war ja hier fast klar. Naja, aber wenigstens noch eine Balliste zurückgekriegt. Jetzt macht er denselben Scheiß. Aha, Regen. Na komm, machen wir wieder gutes Wetter, oder? Jetzt hat er mir wieder die Karte verbrannt. Ah, siehst du, ich hab doch Finte da.
Ja, es wird dann nur schwierig in der nächsten Runde, wenn wir dann nichts mehr haben, ne? Kann ich den jetzt nicht nehmen oder was? Aha, ah, da ist der Hund des Kommandanten schon drauf. Ich glaube, die Runde verliere ich. Jetzt habe ich mir eine Karte rausgenommen und scheiße ist. Ja. Ich hab nix. Ja. Ich hab schlecht gespielt. Ich hab schlecht gespielt. Bei dir sind Topfen und Malz zwar nicht ganz verloren, aber du musst an deiner Technik arbeiten. Komm doch mal wieder vorbei, dann spielen wir noch ein Ründchen. Ja, das werde ich sehr gerne machen, aber für diese Folge ist jetzt Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.